Guten Abend, meine Lieben. Ja, heute mache ich jetzt weiter. Ich habe vorhin meine Action Uhr gedreht und jetzt mache ich noch eins. Und zwar, wir haben schon Abend, aber ich drehe mit meinen Softbox und heute habe ich den Look Fantastic Box bekommen. Ich freue mich, mit euch zu aufzumachen und dir sagen, los geht's. So. Ich bin gespannt, was dieses Monat kommt. Ich habe den noch nichts gesehen. So. Immer so eine Sache, die rauszunehmen. Heute dieses Mal keine Scheine. Oh, sieht jetzt anders aus. Look Fantastic Box, Beauty Box. Steht hier was an der Seite? In Gelb, so mit Stanz oder so. Und ja. Los geht's. So. Einmal gelb diesen Monat und noch Mint. Wie ihr wisst, habe ich ein Jahresabo abgeschlossen und ja, und ich muss schauen, bis wann ich die bekomme. Ich habe die schon ein paar Mal vorgestellt. Und Februar Sneak Peek ist von Spa Body Öl. Steht da ein Sneak Peek für nächsten Monat. So, so sieht die Box aus drinnen. Die Elvira ist auf Englisch wie sonst. Die Beyoncé ist drauf. Alles in Gelb, passend zu der Box. Ja, sie sieht sehr schön aus hier. Einmal die L. Preise werde ich euch gleich sagen, wenn ich die auspacke. Oh, dieses Mal kleine Sachen, aber schöne Sachen, finde ich. Die Marken sagen mir aber nicht alle. So sieht das gute Stück aus. So. Riecht so nach Naturkosmetik. Wir haben einmal hier Remover Pads, Dreier Pack von Glow. Das sind ja. Ach so, hier, ich blöde. Neue Design steht hier. Mit dieser gelben. Ja, neue Design steht hier. Das B dann. Das Motto heißt The Revive Edizione. Edizione. So. Januar 2020. So. Genau. Dieses Mal gibt es nicht auf Euro umgerechnet. 7 Pounds, so um die 8 Euro. Aber ich werde euch dann einblenden, wenn ich das finde. Und einblenden die richtige Preise. Und das sind solche ja, Remover Pads fürs Make-up und so. So, weiter geht's. Da habe ich vorhin einen Stift gesehen. Ein Lippstift, nicht Lippstift, eine Lip Liner von Lord & Barry. Die Marke habe ich auch schon irgendwo gehört. Made to Miosure Lip Color. So, diese Farbe, die ich gerne benutze. So sieht das aus. Ich werde das. Oh, sehr schön. Braunes. Nicht toll. So. Und der, was steht da diesen Monat? Nichts auf Deutsch. Aber das ist so ein Lip Liner und der kostet, ja. Über 10 Euro, aber werde ich euch einblenden, wenn ich das finde. Genau. So, weiter geht's. Wir haben noch so viele. So eine Moisturizing Serum fürs. Ja, ich und Englisch. Super. So. Oh mein Gott. Wofür ist der denn? Steht alles auf Englisch. Ich glaube fürs Gesicht, weil das Mr. Rinsing Serum ist fürs Gesicht, glaube ich. Genau, das ist 10 Milliliter über 20 Euro. Wenn ich euch mehr dazu einblende. Wenn ich finde. So. Weiter geht's von Mio Fit Skin for Life Body Serum.
smooth fighting, high intensity body care. Die Marke sagt mir nichts von Mio. Kennt ihr die? Ich nicht. Mio. Ein Bub Tube Skin Fit. Genau. For Skin. Antioxidant. Reichhaltige Creme. Das Gesicht auch. Mit Pumpspende. Ja, auch nicht günstig. Sieht da den Preis? Ja. Die Marke kenne ich gar nicht, aber. Wo habe ich das? Da. Dann gibt es hier von Thea Tree Öl, Australian Body Care. Wieder fürs. Thea Tree Öl Blemish. Blemish, okay. 10 Euro fast. Ja. Ich kann euch nichts vieles dazu sagen, weil ich die Produkte nicht kenne. Und auch nicht weiß genau, was das ist. Aber das ist so ein Spotstick. Irgendein Serum oder sowas. Mit so wie Deo. Riecht so komisch nach Natur, nicht mein Fall, vielleicht fürs, aber steht bloß Body Care, genau. Noch zwei Artikel und dann haben wir es geschafft. Einmal, oh, was ist das denn für eins? Shampoo und Conditioner von Sebastian Dark Öl. Aha. Von Sebastian Professional Dark Öl Shampoo und Conditioner mit Jojoba und Arganöl. Genau. Und hier steht, glaube ich, alles auf Russisch oder so. Einmal Shampoo ist mit blau, mit schwarzer Decke. Und einmal Conditioner Spülung ist mit goldener Decke. Ich werde mal riechen. Das riecht so, wenn wir beim Friseur sind. Sehr elegant. Und die? Das genau. Aber für zwei Anwendungen für mich wird es reichen. Und ich werde das gerne ausprobieren. Ja. Braucht man immer, ne? Shampoo und Co. Und zwar mal 50 Milliliter, 7 Pounds. Das ist so um die 8 Euro. Beide. Ja, auch nicht schlecht. Ja, mein Lieben, alles in Gelb. Sorry, alles in Gelb. Und ja, was soll ich sagen? Diesen Monat hat mir der Box nicht so zugesagt, weil ich die Marken nicht kenne. Und vielleicht wäre ein irgendeine Creme, Gesichtscreme oder so. Und ich bin müde. Ja. Ja, mein Lieben, diesen Monat hat mir der Box nicht so zugesagt, muss ich leider sagen, aber ich werde die trotzdem ausprobieren, und weil ich die Sachen, diese Sachen, sowas nicht, vielleicht die, ja, aber diese, ich bin müde, die drei kann ich damit nichts anfangen, ja, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil der von Lord and Beauty and Beauty and Berry nicht so günstig ist, und ja, und diese... Die hier und die Shampoo und Spülung ist auch nicht schlecht. Aber vielleicht wird das nächsten Monat schöner und besser. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ich sage jetzt Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.